In der akademischen Welt wird EU-Feindlichkeit oder alles, was den Einigungsprozess verlangsamt, als Krankheit bezeichnet. Die sogenannte Eurosklerose. Umgekehrt bezeichne ich die EU als Krankheit, die sich in einzelnen Staaten richtig heftig festgesetzt hat. Diese Krankheit loszuwerden wird sehr, sehr schwierig. Es ist ungefähr eine Mischung aus Amputationen, schweren Medikamenten, ein paar Operationen unter Vollnarkose und einer Menge Reha hinterher. Vielleicht noch so ein paar tanzende Schamanen noch mittendrin, wenn es hilft. Natürlich ein Scherz. Auf den Wahlzetteln stand ein einfaches Ja oder Nein. In den Kampagnen wurden Slogans ausgetauscht. Meistens relativ primitive Slogans. Aber nichts kommt auch nur annähernd heran an die Komplexität der EU. Die EU loszuwerden ist wie eine gleichzeitige Therapie gegen AIDS, Krebs, Multiple Sklerose, fünffache Organschäden und ca. 50 Knochenbrüche. Wir haben hier dann eine Story von Zero Hedge, da zeigen sie dann eine Statistik von Bloomberg. Mehrere Länder wollen den Ausstieg auch wagen. Und in manchen Ländern, da kratzen die Ausstiegsbefürworter an der 50%-Marke. Woanders in Deutschland ist es ungefähr ein Drittel. Dann wurde viel gesprochen, die jungen Leute, die Mittelklasse und die oberen Klassen stimmten für das Remain-Lager. Die älteren Semester und die ärmeren Leute stimmten für den Brexit. Da mag was dran sein, nichtsdestotrotz wird das hier natürlich ausgeschlachtet von den Massenmedien. Also die alten Dummen angeblich, heißt es hier, würden das Land in den Untergang reißen und die Jungen dürfen es dann ausbaden. Natürlich hier gibt es auch eine andere Darstellung, dementsprechend die jungen, behüteten Mittelschichtkinder, die dann Universitätsabschlüsse haben oder welche gerade versuchen zu bekommen. Meistens in irgendeinem Dummfug. Und diese jungen Leute ohne richtige Lebenserfahrung waren dann teilweise sogar in vielen Fällen zu faul, wirklich zur Wahl zu gehen und abzustimmen und sind hinterher beleidigt über das Ergebnis. Der Ausstieg Deutschlands ist absolut notwendig und da darf jetzt keine Zeit verschwendet werden. Man darf hier nicht so rumeiern wie jetzt die AfD in weiten Teilen oder in manchen wichtigen Teilen, also nur gerade in der Führung, die dann sagen, ja, wir wollen die EU runterstutzen auf ein Skelett, eine Wirtschaftsunion und so weiter. Das klingt zwar erst einmal ganz nett, nichtsdestotrotz, um das zu bewerkstelligen, müsste man 500 Millionen Menschen in unterschiedlichen Sprachen alle unter einen Hut kriegen. Und das möglichst zeitlich koordiniert. Und das ist völlig unrealistisch. Also ein Austritt Deutschlands ist schwierig genug, ein Austritt Großbritanniens ist schwierig genug. Kaum jemand hat genug Bürokraten, die diesen Wust überhaupt verstehen, die überhaupt wissen, wie man das macht, wie man hier rausgeht, ohne dabei zugrunde zu gehen. Die EU hat dank unserem Geld eine Armada, eine ganze Truppe an Karrierediplomaten und Karrierejuristen und so weiter, Bürokraten, die sich damit auskennen, die die ganzen Gesetze machen. Und hier bei uns in den Mitgliedstaaten, seit Jahrzehnten sind wir es gewohnt, die Gesetze kommen aus Brüssel, werden dort ausgefertigt. Hier bei uns werden sie nur abgenickt, die Politiker bei uns verstehen es ja auch nicht. Und nun sollen die Briten auf einmal das Ganze wieder kapieren und genügend Leute bereitstellen, um den Brexit zu managen. Also das wird eine ganz heftige Nummer. Wie das ausgehen wird, egal wie das ausgehen wird, man wird Deutschland so nicht wiedererkennen. Der Patient wird nach der Therapie oder was auch immer, nach dem Krankheitsverlauf nicht mehr der gleiche sein, nicht mehr derselbe sein wie vorher. Also es wird hart für die Deutschen auch, egal in welchem Szenario. Das Schlimmste ist natürlich dann, wenn wir drinbleiben und in ein paar Jahren oder in 10, 20 Jahren erkennen wir Deutschland nicht wieder. Der fünffache Stromverbrauch im Vergleich zu heute, alles läuft noch mit Elektrik, alles aus erneuerbaren Energien. Völliger Unfug. Die Deutschen werden zu dumm sein, irgendwas zu bauen, geschweige denn jetzt einen funktionierenden Berliner Flughafen. Also sind wir Deutschen zu blöd geworden und zu korrupt und zu bananenrepublikanisch geworden. Oder Brücken oder irgendwas anderes. Ein Bahnhof, wir können keinen Bahnhof mehr bauen, ohne dass das Budget explodiert, ohne dass nichts mehr wirklich vor und zurück geht. Ohne Horden an Demonstranten und juristischen Kämpfen und so weiter und so fort. Und Untersuchungskommissionen, wo die Politiker sich dann selber inszenieren. Also Deutschland wird voll vor die Hunde gehen, wenn wir nicht aussteigen. Ein Volk von Öko-Beratern und Bausanierungs-, Wärmedämmungsexperten und so weiter und so fort. Also da gehen wir wirklich absolut vor die Hunde. Also gerade die jungen Leute, heißt es, die meistens auch keine Kinder haben, die erstmal ihren Uniabschluss haben wollen, schön Karriere machen wollen, und sich dann wundern, wenn sie keinen Job finden. Die junge Generation, die keine Kinder hat, die noch nicht in der Situation war, sich um andere Menschen wirklich direkt kümmern zu müssen,
ja, die ja diese schwierige Aufgabe zu meistern haben, plus zu erwirtschaften, ja, Zeit für die Kinder aufbringen und so weiter, anständige Kinder groß sind. Also die jungen Leute, die das alles nicht schnallen, die dann irgendwie von dem Geld ihrer Eltern leben oder von dem Geld der Allgemeinheit leben, dann ein bisschen Jobben nebenher, mit Studium zu machen, diese Leute wollen in der Europäischen Union bleiben. Es liegt unter anderem auch an der heftigen Propaganda an den Unis. Es wird ziemlich verrückt werden. Die Regierung in Großbritannien ist unsicher und es wird ein Verhandlungskampf folgen und da können wir auch sehr, sehr viel daraus lernen für Deutschland. In Deutschland gibt es ja kein Mechanismus wie jetzt in Großbritannien für so ein Volksvotum. Bei uns wird das nochmal ein bisschen schwieriger. Deswegen müssen wir jetzt auch richtig alles dran setzen, dass es zu einem deutschen Ausstieg kommt. Nicht so rumeiern wie die AfD jetzt. Das ist doch